بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allwissenden, dem Vergebenden der Sünde und dem Annehmenden der Reue, dem Strengen in der Bestrafung und dem, der voller Wohltätigkeit ist. Es gibt keinen Gott außer ihm. Zu ihm ist der Ausgang. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Über Allahs Zeichen streiten nur diejenigen, die ungläubig sind. Lasse dich durch ihren Wechsel in den Landstrichen nicht täuschen. Schon vor ihnen haben das Volk Noahs und nach diesen die Gruppierungen ihrer Gesandten der Lüge bezichtigt. Jede Gemeinschaft hatte vor, gegen ihren Gesandten vorzugehen, um ihn zu ergreifen, und sie stritten mit dem Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Da ergriff ich sie. Wie war da meine Bestrafung? Und so wurde das Wort deines Herrn gegen diejenigen, die ungläubig sind, unvermeidlich fällig, nämlich, dass sie Insassen des Höllenfeuers sind. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Diejenigen, die den Thron tragen, und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn und glauben an ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, die glauben. Unser Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen. So vergib denjenigen, die bereuen und deinem Weg folgen, und bewahre sie vor der Strafe des Höllenbrandes. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Unser Herr, lasse sie in die Gärten Edens, die du ihnen versprochen hast, eingehen. Sie und wer rechtschaffen ist von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommen. Du bist ja der Allmächtige und Allweise. Und bewahre sie vor den bösen Taten. Wen du an jenem Tag vor den bösen Taten bewahrst, dessen hast du dich ja erbarmt. Und das ist der großartige Erfolg. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Gewiss, denjenigen, die ungläubig waren, wird zugerufen,
Allahs Abscheu ist wahrlich größer als eure Abscheu vor euch selbst. Da ihr zum Glauben aufgerufen worden, aber ungläubig geblieben seid. Sie sagen, unser Herr, du hast uns zweimal sterben lassen und zweimal lebendig gemacht. So bekennen wir unsere Sünden. Gibt es denn einen Weg, hier herauszukommen? Dies ist so, weil ihr, wenn immer Allah allein angerufen wurde, ungläubig bliebt. Ihr aber, wenn ihm andere beigesellt wurden, glaubtet. Das Urteil gehört Allah, dem Erhabenen und Großen. Er ist es, der euch seine Zeichen zeigt und euch vom Himmel Versorgung herabsendet. Doch bedenkt nur, wer sich Allah reuig zuwendet. So ruft Allah an, wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Der Inhaber der hohen Rangstufen und der Herr des Thrones sendet den Geist von seinem Befehl, wem von seinen Dienern er will, damit er den Tag der Begegnung warnend ankündige. Den Tag, an dem sie vortreten, wobei nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wem gehört heute die Herrschaft? Allah, dem Einen, dem Allbezwinger. Heute wird jeder Seele das vergolten, was sie erworben hat. Heute gibt es kein Unrecht. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Und warne sie vor dem Tag der immer näher kommenden Stunde des Gerichts, an dem die Herzen vor Angst in der Kehle sitzen und sie unterdrücken ihren Grimm, an dem die Ungerechten weder einen warmherzigen Freund noch einen Fürsprecher haben, dem man gehorchen würde. Er kennt die verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Und Allah entscheidet der Wahrheit entsprechend. Diejenigen aber, die sie anstatt seiner anrufen, haben nichts zu entscheiden. Gewiss, Allah ist der Allhörende und Allsehende. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. Sind sie nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren. Sie hatten ja mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie. Da ergriff sie Allah für ihre Sünden, und sie hatten vor Allah keinen Beschützer. Dies,
weil ihre Gesandten immer wieder mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen, sie aber ungläubig blieben. So ergriff sie Allah, denn er ist stark und streng im Bestrafen. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Und wir sandten bereits Moses mit unseren Zeichen und mit einer deutlichen Ermächtigung zu Pharao und Haman und Karun. Sie aber sagten, ein verlogener Zauberer. Als er ihnen nun die Wahrheit von uns brachte, sagten sie, tötet die Söhne derjenigen, die mit ihm glauben, und lasst nur ihre Frauen am Leben. Aber die List der Ungläubigen geht bestimmt verloren. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Pharao sagte, lasst mich Moses töten, soll er doch seinen Herrn anrufen. Ich fürchte, dass er sonst eure Religion abändern oder dass er Unheil im Land hervorrufen wird. Und Moses sagte, ich nehme Zuflucht zu meinem Herrn und eurem Herrn vor jedem Hochmütigen, der nicht an den Tag der Abrechnung glaubt. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. Ein gläubiger Mann von den Leuten Pharaos, der seinen Glauben verborgen hielt, sagte, wollt ihr denn einen Mann töten, weil er sagt, mein Herr ist Allah, wo er doch mit den klaren Beweisen von eurem Herrn zu euch gekommen ist? Wenn er ein Lügner ist, so trägt er die Last seiner Lügen. Wenn er aber die Wahrheit sagt, wird euch etwas von dem treffen, was er euch androht. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer maßlos und verlogen ist. Ja, قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O mein Volk, es gehört euch heute die Herrschaft, und ihr habt die Oberhand im Land. Wer wird uns dann gegen Allahs Gewalt helfen, wenn sie über uns kommt? Pharao sagte, ich weise euch nur auf das hin, was ich sehe, und leite euch nur den Weg des besonnenen Handelns. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Derjenige, der glaubte, sagte, O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch etwas Gleiches wie den Tag der Gruppierungen.
etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Noahs, den Ad, den Thamud und denjenigen, die nach ihnen waren, widerfuhr. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener. O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch den Tag des gegenseitigen Zurufens, den Tag, an dem ihr den Rücken kehren werdet, wobei ihr nichts vor Allah Schützendes haben werdet. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Bereits zuvor kam Josef zu euch mit den klaren Beweisen. Ihr aber bliebt weiterhin im Zweifel über das, was er euch gebracht hatte. Als er dann gestorben war, sagtet ihr: Allah wird nach ihm keinen Gesandten mehr erstehen lassen. So lässt Allah in die Irre gehen, wer maßlos und voller Zweifel ist. Diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne eine Ermächtigung erhalten zu haben. Welch schwerwiegende Abscheu erregen diese bei Allah und bei denjenigen, die gläubig sind. So versiegelt Allah das Herz eines jeden Hochmütigen und Gewalttätigen. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Und Pharao sagte: O Haman, errichte mir einen Hochbau, vielleicht kann ich die Seile erreichen, die Seile der Himmel, dass ich zum Gott Moses emporsteige, und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner. So wurde Pharao sein böses Tun ausgeschmückt, und er wurde vom rechten Weg abgehalten. Aber Pharaos listige Tat wird nur zugrunde gehen. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Derjenige, der gläubig war, sagte: O mein Volk, folgt mir, dann leite ich euch den Weg des besonnenen Handelns. O mein Volk, dieses irdische Leben ist nur Nießbrauch, das Jenseits aber ist die Wohnstätte zum bleibenden Aufenthalt. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Wer etwas Böses tut, dem wird nur gleich viel vergolten. Wer aber rechtschaffen handelt, ob Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, jene werden dann in den Paradiesgarten eingehen, wo sie versorgt werden ohne Abrechnung. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. O mein Volk, seht ihr, wie ich euch zur Rettung rufe, ihr mich aber zum Höllenfeuer ruft. Ihr ruft mich dazu auf, Allah zu verleugnen und ihm das beizugesellen, wovon ich kein Wissen habe, während ich euch zum Allmächtigen und Allvergebenden rufe. Es ist zweifellos, dass demjenigen, zu dem ihr mich ruft, keine Anrufung zusteht, weder im Diesseits noch im Jenseits, dass unsere Rückkehr zu Allah sein wird und dass die maßlosen Insassen des Höllenfeuers sein werden. Dann werdet ihr an das denken, was ich euch sage. Ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Gewiss, Allah sieht die Diener wohl. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. So bewahrte Allah ihn vor den Bosheiten dessen, was sie an Ränken geschmiedet hatten. Und die Leute Pharaos umschloss die böse Strafe, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lass die Leute Pharaos in die strengste Strafe eingehen. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Und denke daran, wenn sie dereinst im Höllenfeuer miteinander streiten, dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun einen Teil des Höllenfeuers abnehmen? Diejenigen, die sich hochmütig verhielten, werden sagen, wir befinden uns doch alle darin. Allah hat nun zwischen den Dienern gerichtet. Diejenigen, die sich im Höllenfeuer befinden, werden zu den Wärtern der Hölle sagen, ruft euren Herrn an, dass er uns einen Tag von der Strafe erlasse. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Sie sagten, pflegte nicht doch eure Gesandten mit den klaren Beweisen zu euch zu kommen. Sie sagen, ja, doch. Sie sagen, so ruft an, aber das Anrufen der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Wahrlich, wir helfen unseren Gesandten und denjenigen, die glauben, im diesseitigen Leben und am Tag, da die Zeugen auftreten. Am Tag, da den Ungerechten ihre Entschuldigung nicht nützt und es für sie den Fluch geben, und es für sie die böse Wohnstätte geben wird. Wir
واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Wir gaben bereits Moses die Rechtleitung und ließen die Kinder Israels die Schrift erben, als Rechtleitung und Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. So sei standhaft, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr, und bitte um Vergebung für deine Sünde und lobpreise deinen Herrn am Abend und am frühen Morgen. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Gewiss, diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, ohne dass sie eine Ermächtigung erhalten hätten, haben in ihren Brüsten nur Neid auf das, was sie nicht erreichen werden können. So suche Zuflucht bei Allah, denn er ist der Allhörende und Allsehende. Wahrlich, die Erschaffung der Himmel und der Erde ist größer als die Erschaffung der Menschen. Aber die meisten Menschen wissen nicht. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Nicht gleich sind der Blinde und der Sehende. Und auch nicht diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, und der Missetäter, wie wenig ihr bedenkt. Gewiss, die Stunde kommt bestimmt, an ihr gibt es keinen Zweifel, aber die meisten Menschen glauben nicht. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden in die Hölle gedemütigt eingehen. Allah ist es, der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht, und den Tag hell. Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Dies ist doch Allah, euer Herr, der Schöpfer von allem. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? So lassen sich diejenigen abwendig machen, die Allahs Zeichen zu verleugnen pflegen. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah ist es, der euch die Erde zu einem festen Grund und den Himmel zu einem Gebäude gemacht, euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön geformt hat und euch von den guten Dingen versorgt. Dies ist doch Allah, euer Herr. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Er ist der Lebendige. Es gibt keinen Gott außer ihm. So ruft ihn an,
wobei ihr ihm gegenüber aufrichtig in der Religion seid. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Sag, mir wurde verboten, als die klaren Zeichen von meinem Herrn zu mir kamen, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Und mir wurde befohlen, mich dem Herrn der Weltenbewohner zu ergeben. ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Der euch aus Erde erschaffen hat, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel. Hierauf lässt er euch als kleine Kinder hervorkommen, hierauf lässt er euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt und damit ihr dann greise werdet. Manch einer von euch wird vorher abberufen. Und damit ihr eine festgesetzte Frist erreicht und auf das ihr begreifen möget. Er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Wenn er dann eine Angelegenheit bestimmt, sagt er zu ihr nur, sei, und so ist sie. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. Siehst du nicht diejenigen, die über Allahs Zeichen streiten, wie sie sich doch abwenden lassen? Sie, die die Schrift und das, womit wir unsere Gesandten gesandt haben, für Lüge erklären, aber sie werden es noch erfahren. Wenn die Fesseln und die Ketten um ihre Hälse angebracht sind und sie gezerrt werden, ins heiße Wasser und hierauf ins Höllenfeuer als Brennstoff geworfen werden. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Dann wird zu ihnen gesagt werden, wo ist das, was ihr Allah beigesellt habt und dem ihr gedient habt, anstatt Allahs? Sie werden sagen, sie sind uns entschwunden. Aber nein, wir riefen zuvor doch gar nichts an. So lässt Allah die Ungläubigen in die Irre gehen. Dies geschieht deshalb, weil ihr auf der Erde ohne Recht froh zu sein und zu sehr frohsinnig zu leben pflegtet. Betretet nun die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist der Aufenthaltsort der Hochmütigen. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. So sei standhaft. Gewiss,
Allahs Versprechen ist wahr. Ob wir dich einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich vorher abberufen, zu uns werden sie zurückgebracht. Wir haben doch bereits vor dir Gesandte gesandt. Unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir berichtet haben. Und unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir nicht berichtet haben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn dann Allahs Befehl kommt, wird der Wahrheit entsprechend entschieden. Und verloren haben dann diejenigen, die die Botschaft für falsch erklären. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون Allah ist es, der für euch das Vieh gemacht hat, damit ihr teils auf ihm reiten könnt, und ihr könnt teils von ihm essen, und ihr habt an ihm allerlei Nutzen, und damit ihr auf ihm reitend ein Ziel, das ihr in euren Brüsten hegt, erreichen könnt, und auf ihm und auf den Schiffen werdet ihr getragen. Und er zeigt euch seine Zeichen. Welches von Allahs Zeichen wollt ihr nun nicht anerkennen? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie waren zahlreicher als sie und hatten mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie. Aber nicht nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten. Als nun ihre Gesandten zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen, waren sie froh über das Wissen, das sie besaßen, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ Als sie dann unsere Gewalt sahen, sagten sie, wir glauben an Allah allein und verleugnen das, was wir ihm beizugesellen pflegten. Aber nicht mehr nützen konnte ihnen ihr Glaube, als sie unsere Gewalt sahen. So war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits in der Vergangenheit an seine Diener ergangen war, und verloren waren da die Ungläubigen.